about photography or videography. So, wer hier hat ein großes Interesse an Fotografie oder Videoaufnahmen? Der Titel des Vortrags verrät es schon ein bisschen. Wir warten auf die letzten Leute, die reinkommen, und wir heißen euch willkommen im Übersetzungs-Audio-Stream für diesen Talk. An artificial history of ultra-fast imaging, also eine ultrakurze Geschichte von ultraschneller Abbildung. Und wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir benutzen auf sozialen Medien den Hashtag C3T, bisher hauptsächlich auf Twitter. Ich hoffe noch, Mastodon einzurichten. Und wir haben auch einen Twitter-Account, C3Lingo. Demnächst auch c3lingo@chaos.social. Der nächste Vortrag an diesem Tag geht um ultraschnelle Abbildungstechnik. Wenn ihr also Fotografie oder Video betreibt und euch über Belichtungszeiten Gedanken gemacht habt, wie schnell könnt ihr werden? Und einige haben vielleicht auch mit Lasern gespielt, hat blinkendes Zeug gemacht oder wissenschaftliche Experimente. Caroline wird uns nun zeigen, was passiert, wenn wir diese zwei Dinge kombinieren und ins Extreme treiben. Caroline arbeitet beim DESI seit 4 Jahren. Sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben und arbeitet nun in einer Gruppe für theoretische Modellierung und schnelle Modellierung von inneren Vorgängen in Molekülen und Atomen. Sie arbeitet mit ExperimentalistInnen zusammen und sie präsentiert jetzt die innere Mechanik von ihrer Arbeit und wie wir vielleicht Moleküle fotografieren können, abbilden können, während sie sich bilden. Einen Applaus bitte. Vielen Dank für die Einführung und danke, dass ich hier sein kann. Ich bin fand es sehr großartig, dass dieser Raum so voll ist. Ich rede also über die ultrakurze Geschichte von ultrakurzer Abbildungstechnik. Es ist ein kurzer Talk mit etwas Hintergrund. Ich möchte euch noch einige Wörter über mich selbst noch mitgeben. Ihr habt schon gehört, ich arbeite beim DESI. Dies ist der Campus des DESI, das hier im Bild zu sehen ist. Und ihr seht hier das Gebäude für Laserwissenschaften eingekreist. Das ist in Hamburg. Das ist ein Ort, den viele von euch auch gut kennen werden, obwohl wir dieses Jahr natürlich in Leipzig sind, ein bisschen weiter weg für den 36. Kongress. Ich würde gerne anfangen mit einer sehr breiten Frage. Was ist eigentlich das Ziel von ultraschneller Abbildungstechnik? Wir haben schon gehört, dass das mit Fotografie zu tun hat. Viele von euch wissen, wenn ihr ein Bild aufnehmt mit einer langen Belichtungszeit, dann gibt es ein verwischtes Bild. Hier zum Beispiel ein Bild einer Wasserschale, ihr seht kaum etwas, sieht etwas neblig aus. Wenn ihr die richtige Belichtungszeit wählt, in diesem Fall 1/100 der ersten Zeit, dann gibt es ein klares Bild und wir sehen Dynamik, die sich entfaltet, ein Wassertropfen, der zurückspringt von der Fläche und es gibt hier Wellen, die sich ausbreiten. Dies wird nur sichtbar, weil die richtige Belichtungszeit gewählt wurde und das ist der Schlüssel für erfolgreiche ultraschnelle Abbildungen, ein klares Bild von beweglichen Objekten aufzunehmen. Es reicht aber nicht aus, nur ein Abbild, ein Foto zu machen. Wenn ihr diese beiden Bilder seht von einem Skirennen als Reporter, Reporterin und darüber berichten wollt, dann ist es schwer, die richtige Geschichte zu finden. Nur von diesen beiden Bildern ist es sehr schwer zu erkennen. Aber wenn wir das volle Bild sehen, können wir sehr komplizierte, komplexe Dynamik sehen. Es gibt Partikel, die sich in schneller Geschwindigkeit bewegen, die von hinten kommen. Und Partikel, die wir zuerst gar nicht gesehen haben, sind auch beteiligt, aber die sehr relevant sind. Nicht nur Skirennen sind sehr dynamisch, sondern die meisten Prozesse in der Natur sind nicht statisch. Dies gilt für alles, was wir um uns herum sehen, aber das gilt speziell für alles, was relativ klein ist im Mikrokosmos. Und generell können wir sehr viel bessere Einblicke gewinnen, wenn wir sehr kurze Bewegbilder aufnehmen können. Hier zeige ich euch den allerersten ultraschnellen Film, der jemals aufgenommen wurde, oder vielleicht sogar den ersten Film überhaupt. Dieser
Typ Edward Muybridge lebte im 19. Jahrhundert und sehr kurz nach der Erfindung der Fotografie versuchte er die Frage zu beantworten, ob ein Pferd im Galopp zu irgendeinem Zeitpunkt alle vier Beine vom Boden abgehoben hat, was heutzutage nicht so wichtig erscheint, aber in dieser Zeit war das Pferd das wichtigste Transportmittel und ein sehr beliebtes Tier. Es gab sehr viel Interesse, die Dynamik des Pferdegangs zu studieren. Und dieser Prozess ist zu schnell, um es mit dem bloßen Auge zu erkennen, aber Muybridge entwickelte eine Technik. Er spannte Drähte, die Kameras auslösten und konnte deshalb diese zwölf Fotos aufnehmen, die in diesem Titel hier, Das Pferd in Bewegung, in Stanford veröffentlicht wurde. Und wir sehen sehr klar im zweiten und dritten Bild in der ersten Reihe, dass das Pferd tatsächlich alle Beine vom Boden abgehoben hat. Und das war damals eine neue Erkenntnis. Und wenn wir diese Bilder zusammenfügen, haben wir einen ultraschnellen Film von einem galoppierenden Pferd, was wir als den ersten Film jemals in der Geschichte ansehen können. Wenn ich sage ultraschnell in heutiger Zeit, dann denke ich nicht mehr an Pferde, aber kleinere Dinge und schnellere Dinge. Aber gehen wir kurz in diesen Bereich. Der Zeitbereich, den wir alle kennen, in dem wir mit dem bloßen Auge etwas erkennen können, ist im Bereich einer Sekunde oder von Sekunden. Zum Beispiel die Beschleunigung dieses Geparden können wir mit dem bloßen Auge beobachten. Nun, wenn wir in diese Bewegung hineinzoomen, dann sehen wir, dass Muskeln sich in dem Tier zusammenziehen, während es sich bewegt. Und diese Muskelkontraktionen spielen sich im Millisekundenbereich ab. Wir brauchen also Tausendstel Sekunden. Aber wir möchten noch sehr viel kleiner und schneller werden, wenn es zum Beispiel um die Vorgänge in den Muskeln geht. Es gibt Proteine, die reagieren, die sich falten und entfalten im Mikrosekundenbereich, also im Bereich von Millionstel Sekunden. Und wenn wir noch kleinere Bereiche uns bewegen, in den Nanosekundenbereich, dann gibt es Dynamiken, die innerhalb dieser Proteine ablaufen, wie sie sich zum Beispiel in Wasser lösen. Und der Zeitbereich, für den ich mich interessiere, ist der Femtosekundenbereich, also noch schneller, Billiardstel Sekunden. Das ist der Bereich, in dem sich Atome bewegen, wie wir in dieser Animation hier sehen. Eine Femtosekunde ist sehr, sehr kurz. Das ist eine Millionstel, Milliardstel Sekunde oder, wie wir es in der Physik gerne nennen, 10 hoch minus 15 Sekunden. Wir können sogar noch schneller werden übrigens. Der Zeitbereich von Elektronenbewegungen in Atomen bewegt sich im Attosekundenbereich, also Trillionstel Sekunden. Aber für diesen Talk werde ich mich vor allem auf den Femtosekundenbereich konzentrieren, also 10 hoch minus 15 Sekunden. Dieser Zeitbereich ist nicht wirklich in Verbindung zu setzen mit irgendwas, was wir erleben. Aber es gibt Prozesse in Chemie, Biologie und Physik, die sehr relevant sind und die sich in diesen Zeitbereichen abspielen. Um einen Eindruck euch zu geben von der Kleinheit dieses Zeitbereichs. Ein menschliches Haar ist etwa 100 Mikrometer im Durchmesser. Und für das Licht benötigt 30 Femtosekunden, um ein menschliches Haar zu durchqueren. Das ist also die Schnelligkeit von einer Femtosekunde. Und dieser Zeitbereich ist zwar sehr, sehr kurz, aber es gibt wichtige Prozesse, die sich abspielen. Das erste ist die menschliche Bilderkennung. Es gibt Moleküle, die hier links abgebildet sind, die sich beim Sehen aktivieren. Und die daran beteiligt sind, dass das Auge seine Form ändert. Die übertragen elektrische Impulse an das Gehirn. Und dieser erste Schritt des Sehens, der Übertragung ans Gehirn, braucht etwa 200 Femtosekunden, um abgeschlossen zu sein. Ein anderer fundamentaler Prozess in der Natur ist die Photosynthese, wo Pflanzen Licht und Kohlendioxid aufnehmen und es in Sauerstoff verwandeln. Und die allererste Anregung, die also der Anfang ist von der ganzen Verfügbarkeit der Energie für Pflanzen, benötigt weniger als 100 Femtosekunden. Das ist also ein sehr, sehr entscheidender Vorgang, der sich in diesem Zeitbereich abspielt. Und ich möchte nur kurz noch erwähnen, dass diese Prozesse nicht nur sehr schnell sind, sondern auch auf einem sehr, sehr kleinen Objektbereich sich abspielen, also in einem Größenbereich von etwa Nanometern. Das ist also sehr schwer zu beobachten. Wir können das natürlich nicht mit dem bloßen Auge beobachten.
Wir haben schon gesehen, dass es wichtig ist, die richtige Belichtungszeit zu wählen, um ein klares Bild zu bekommen von einem beweglichen Prozess. Aber die Methoden, die wir hier einsetzen, um solche Abbildungen aufzunehmen, hängt sehr stark von dem Zeitbereich ab. Für Dinge, die sich im Sekundenbereich abspielen oder im Sekundenbruchteilbereich, das sind Dinge, die wir mit dem bloßen Auge sehen können. Wir können Kameras für schnellere Bewegungen verwenden, ziemlich so, wie es Muybridge getan hat, aber wir können natürlich heutzutage sehr viel schneller sein, im Bereich von wenigen Mikrosekunden, mit sehr speziellen Kameras, die optoelektronische Kameras heißen, können wir bis in den Pikosekundenbereich kommen, also Billionstel Sekunden nah an dem gewünschten Bereich, aber wir sind noch nicht ganz da. Wir wollen uns um den Femtosekundenbereich kümmern, in dem sich Molekülbewegungen abspielen und Optoelektronik ist nicht schnell genug. Dafür brauchen wir was Neues und zum Glück können wir Lichtpulse erzeugen. Wir könnten also sagen Blitze, um kurze Schnappschüsse unseres bewegenden Moleküls zu bekommen und die können sich im Femtosekundenbereich abspielen. Und ich werde euch jetzt ein bisschen mehr Details angeben darüber, wie wir diese ultrakurzen Lichtpulse benutzen können, um Schnappschüsse von beweglichen, sich bewegenden Molekülen zu erreichen. Die erste Methode, die ich kurz zeigen möchte, ist Röntgenbeugung, wo wir einen ultrakurzen Puls haben, der hereinkommt. Er trifft auf eine Probe, die wir hier als rote Blasen abgebildet haben. Das sind im Wesentlichen Moleküle, die wir in den Lichtstrahl oder den Röntgenstrahl platziert haben. Und es gibt dann ein Beugungsmuster, das wir auf einem Schirm aufnehmen können. Das ist ein komplizierter Prozess und ich möchte nur kurz aufzeichnen, wie es hier ganz im Wesentlichen passiert. Wir sehen Röntgenstrahlung hier, die eine Kristallprobe trifft, links. Und die Probe wird angeregt und strahlt Röntgenstrahlung zurück. Und rechts können wir sehen, wie diese Röntgenstrahlen die Probe wieder verlassen. Sie interferieren miteinander und wir können die Streuung auf dem Schirm aufzeichnen. Das ist, was wir hier in der Visualisierung rechts abgebildet sehen. Damit können wir einen Rekonstruktionsalgorithmus füttern, der unser Beugungsmuster, hier in diesem Fall für ein Biomolekül, rekonstruiert. Und wir können also das Bild tatsächlich dann wieder gewinnen, wie es hier in diesem Protein, glaube ich, sich abgespielt hat. Röntgenbeugung ist sehr interessant, um zur Abbildung von kleinen Strukturen mit Atomdetails. Und da wir jetzt ultrakurze, das ist also, wie wir ultrakurze Pulse für Bilder verwenden können, aber ich möchte auch noch über Absorptionsspektroskopie reden. Ihr wisst, dass das Licht aus mehreren Farben besteht. Ihr habt bestimmt schon mal ein Prisma in der Hand gehalten. Und dieses Prisma kann weißes Licht aufteilen in alle Farben des Regenbogens, die wir mit dem Auge erkennen können. Dasselbe können wir mit Röntgenpulsen tun. Wir können dort nicht mehr die Farben erkennen natürlich, aber bleiben wir deswegen einfach beim Prisma. Wenn wir ein Molekül nun in den Bereich all dieser Farben platzieren, wird das Molekül bestimmte Farben absorbieren. Das ist Quantenphysik, das müsst ihr einfach glauben. Und vielleicht könnt ihr in langen Studien das auch lernen. Das Molekül wird also nun in den Gang all dieser Strahlengang all dieser Farben gebracht und wir bekommen dann am anderen Ende ein Absorptionsspektrum. Einige Farben sind sehr hell, das sind also Farben, die blockiert worden sind durch das Molekül. Dies ist eine sehr schöne Technik, um ultrakurze Dynamiken abzubilden, zu erforschen, denn was hier absorbiert wird, ist charakteristisch für das Molekül. Wenn wir zum Beispiel Röntgenstrahlen verwenden, für dieses spezifische Molekül, das ich hier zeige, das ist Glycen, dann haben wir drei verschiedene Atome im Molekül, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff und wir können diese Moleküle sehr gut erkennen und auseinanderhalten. Und wir können das Spektrum zu einer späteren Zeit aufnehmen, wenn das Molekül sich ein wenig bewegt hat. Und wir sehen, dass die Farben, die Position der Absorptionslinien sich ein wenig verschoben haben. Nicht viel, aber, und ich habe das auch ein bisschen beschleunigt hier oder übertrieben in dieser Darstellung. Aber mit diesen Methoden können wir auflösen, was passiert und uns
wieder rekonstruieren, wie das Molekül sich zwischen diesen beiden Schnappschüssen bewegt hat. Es gibt sehr viel mehr Methoden, die wir benutzen können, um ultraschnelle Bilder aufzunehmen, die wir Probensignale oder Sondensignale nennen, Stroboskopsignale nennen, weil es hier um sehr kurze Bildpuzzle geht. Aber ich gehe jetzt nicht hier ins Detail, denn das ist eine nicht vollständige Liste von Methoden, die wir benutzen können. Ich würde lieber darüber reden, wie wir Filme von Molekülen nehmen können, wie wir also diese ganzen ultrakurzen Impulse nehmen können, um ein Molekül zu filmen. Wir haben in dem Film von dem Pferd schon gesehen, dass wir mehrere Bilder zusammen stecken müssen und dann haben wir eine volle Bewegung eines Moleküls. Und wir wollen genau dasselbe machen, aber 10 hoch 15 mal schneller. Sollte nicht zu schwierig sein, richtig? Also wir nutzen unseren sehr schnellen Puls. Den ersten sehr schnellen Puls, den wir benutzen, ist ein Triggerpuls, der die Bewegung auslöst in dem Molekül. Das ist der Nullzeitpunkt in unserem Experiment und macht alles reproduzierbar, weil wir immer mit derselben Bewegung anfangen, indem wir immer mit demselben Schlag und mit demselben Impuls anfangen. Und jetzt bewegt es sich herum. Wir warten jetzt einen bestimmten Zeitpunkt und kommen dann mit einem Testimpuls, der ein Bild nimmt von dem Molekül. Das geht zu einem Detektor. Das geht durch einen komplizierten Rekonstruktionsmechanismus, den wir einfach laufen lassen. Und damit können wir das Bild des Moleküls rekonstruieren. Aber das ist nur ein Bild. Wir wollen einen ganzen Film. Also müssen wir das wieder und wieder wiederholen, indem wir immer mehr von diesen Testpulsen einscheinen. Und das führt zu immer mehr Bildern und am Ende können wir ganz viele dieser Bilder zusammenfügen und dann enden wir ab mit diesen Bildern, die ihr hier in der Mitte seht, wo das Molekül schön sich herumbewegt. Es gibt ein kleines Problem, dass der Probenimpuls typischerweise zerstört das Molekül. Das ist sehr unterschiedlich von Bildern bei einem Pferd. Das Pferd überlebt normalerweise den Bildnehmungsprozess, aber hier das wird das Molekül einfach zerstört. Das heißt, für jedes dieses Bilder müssen wir ein neues Molekül verwenden. Das heißt, wir haben diesen Fluss von Proben, der von oben nach unten fällt in unserem Experiment. Und wir müssen dann den Triggerpuls und den Probenpuls sehr vorsichtig aufeinander abstimmen, um diese Bilder zu machen. Und natürlich müssen wir auch eine Methode finden, um die gleichen Moleküle zu haben. Also es gibt sehr viele Komplikationen in diesem Experiment und ich lasse das alles weg hier. Wir wollen jetzt also einen molekularen Film machen und wir wissen, dass wir ultrakurze Impulse haben, um das zu machen, aber ich habe euch noch nicht gesagt, welchen Lichtquelle wir haben. Es gibt sehr, sehr viele Lichtquellen überall von Lampen, von Laserpointern, von der Sonne. Aber wir brauchen sehr spezielles Licht, um diese Bilder zu machen von den molekularen Bewegungen, von der molekularen Dynamik. Wir haben schon gesagt, wir wollen ultrakurze Impulse, sonst können wir die Dynamik nicht auflösen. Für die Wellenlänge, die wir brauchen, möchte ich euch kurz an das elektromagnetische Spektrum erinnern, das ihr wahrscheinlich in der Schule schon mal gesehen habt. Licht, wie ihr sehen könnt, ist eine elektromagnetische Welle, die es mit verschiedenen Wellen lang kommt. Es kann sehr lang sein, wie zum Beispiel bei Radiowellen ganz links. Wir haben dann die Region von sichtbarem Licht, dieser Regenbogen, das wir mit unseren Augen sehen können. Und dann haben wir Wellenlängen, die zu kurz sind, um sie mit unseren Augen aufzunehmen oder zu sehen. Zuerst UV-Strahlung, das uns bräunt im Sommer, wenn wir rausgehen. Dann weiche und harte Röntgenstrahlen, die Wellenlänge haben, die auf derselben Längenskala wie die Atome. Also welche Wellenlänge brauchen wir, um die ultraschnellen Dynamiken zu beobachten? Wir können als erstes anfangen, uns zu überlegen, welche Wellenlänge wir brauchen, um einen ultrakurzen Impuls zu kreieren. Ich habe hier zwei gemalt. Links einen etwas längeren, rechts einen etwas kürzeren Puls. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass man das zusammenquetscht, dass das immer kürzer und kürzer wird, dann sieht man, dass die Wellenlänge auch immer kürzer wird. Das heißt, wir brauchen kürzere Wellenlängen für kürzere Pulse.
Also wir sind irgendwo hier in diesem elektromagnetischen Spektrum. Und eine andere wichtige Sache ist, an die wir uns erinnern müssen, ist, dass wir, wenn wir Röntgenstrahlen benutzen, wir eingeschränkt sind. Wir können nur Strukturen auflösen, die von derselben Größe sind wie die Wellenlänge, die wir benutzen. Das ist festgelegt durch das Beugungslimit. Und wenn wir jetzt also Moleküle auflösen wollen, brauchen wir Wellenlängen, die auf der Molekülgröße sind. Und das limitiert uns zu Röntgenstrahlen, die Wellenlängen von weniger als einem Nanometer haben. Also wir wollen kleine Wellenlängen im Allgemeinen. Wir haben zwei weitere Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen sehr Leuchtstärke, Impulse, weil der Puls zu kurz ist, brauchen wir sehr starkes. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir in einem sehr dunklen Raum sind und mit einer Kamera sieht man gar nichts, also man braucht einen sehr, sehr hellen Lichtimpuls. Und wir brauchen kohärentes Laserlicht. Wir können nicht alles Licht benutzen, aber wir brauchen bestimmte Eigenschaften, wie Laserlicht das hat. Normale Laser, die man kaufen kann, sind nicht in dem Wellenlängenbereich, den wir brauchen. Also brauchen wir etwas Neues. Und ich würde sagen, wie wir ultrakurze Impulse kreieren können im Büro, bis hinunter zum weichen Röntgenbereich, und eine andere Methode, sehr kurze, ultrakurze Impulse zu machen mit freien Elektronenlasern, wo wir bis hinunter ins harte Röntgenstrahlenregime gehen können. Aber ich will zuerst ins Labor gehen. Im Labor ist es möglich, ultraschorte Impulse zu kreisieren mit einer Methode, die High Harmonic Generation genannt wird. Man beginnt mit einem hochintensiven roten Laserimpuls, der in einer Gaszelle fokussiert ist, und das generiert neue Frequenzen von Licht. Und man kann das nicht mit dem Auge sehen, aber das hier ist ein Bild von einem Künstler, wie das aussehen könnte. Bevor ich euch erkläre, warum das so gut ist, um ultraschnelle Pulse zu erstellen, ich will sagen, dass es nur möglich ist, weil wir diese hochintensitäten roten Laserimpulse kreieren können. Und das geht zurück zu Donna Strickland und Gérard Mourou, die den Nobelpreis 2018 bekommen haben für diese Methode. Wir kommen jetzt zur einzigen Gleichung in diesem Vortrag. Das ist diese Gleichung hier. Wir wollen das Zeitspektrum haben. Wir können nicht Pulse haben, die sehr kurz in der Zeit sind und sehr hoch in Energie. Wir müssen eine Sache suchen. Wenn wir Pulse wollen, die sehr kurz in der Zeitskala sind, wie ich da unten gezeigt habe, was nur 250 Attosekunden ist, also noch kürzer als eine Femtosekunde, dann brauchen wir ein sehr breites Energiespektrum. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Farben in diesem Puls. Und das macht die Erzeugung höherer harmonischer Frequenzen sehr effizient, weil die Frequenzen, die bei dieser Methode herauskommen, sind da gezeigt, und die sind über weitem Spektrum verteilt. Also wir kriegen sehr viele verschiedene Farben, und wir können das in einem Puls zurückmachen, der sehr kurz in der Zeit ist. Und diese Methode war revolutionär für die Herstellung von ultrakurzen Impulsen. Wir sehen hier die Länge eines Pulses aufgetragen über das Jahr, und in den 60ern von den 60er Jahren an fortführend wurde es immer schneller und schneller, diese Pulse, aber in den Mitte der 80er wurde ein Stillstand erreicht bei etwa 10 Femtosekunden, und wir konnten nicht schneller gehen. Und erst im Jahr 2000, durch die Erzeugung höherer harmonischer Frequenzen, waren wir in der Lage, Zeitskalen zu erreichen, die auf einer Femtosekunde sind, also auf derselben Zeitskala wie Molekülodynamik. Der momentane Weltrekord ist bei 43 Attosekunden, der 2017 erreicht wurde, und das ist sehr, sehr schnell, und wir können damit direkt
Elektronenbewegung in Molekülen beobachten. Das ist alles sehr schön, aber wir können damit nicht zu harter Röntgenstrahlung gehen. Also können wir nicht die Beugungsexperimente mit molekularer Auflösung machen mit dieser Methode. Wenn wir ultrakurze Pulse haben mit harter Röntgenstrahlung, müssen wir sehr, sehr komplizierte Geräte bauen, die sogenannten Röntgenstrahlenbeugungen. Diese Röntgenstrahlenbeugungen kann erzeugt werden. Das ist im Prinzip nicht so kompliziert oder so neu. Wir wissen schon seit etwa 120 Jahren, wie wir das macht. Und schon in den 50er Jahren hat Rosalind Franklin, die hier durch das Mikroskop guckt, hat es geschafft, ein Bild der DNA, des Beugungsmusters von DNA, der DNA-Doppelhelix zu machen, und hat erfolgreich zeigen können, dass die DNA eine Doppelhelix-Struktur hat. Aber das ist keine zeitaufgelöste Beobachtung. Also stellt euch vor, man hat ein Molekül im Kristall, man kann einfach ein Röntgenstrahlenbild machen und es passiert in dieser Zeit nichts. Wenn ihr aber ein Bild machen wollt von etwas, das sich bewegt, dann brauchen wir sehr kurze Pulse, aber wir brauchen immer noch dieselbe Anzahl von Photonen, von Lichtteilchen. Das heißt, wir brauchen sehr leuchtstarke Impulse, mehr als wir vorher schaffen konnten. Und in den letzten 50 Jahren gibt es ja sehr schöne neue Fortschritte, wo wir von den Röntgenstrahlenröhren zu Synchrotons und heute zu freien Elektronenlasern gehen konnten, wo die höchste Leuchtstärke immer weiter erhöht wurde und das Ganze exponentiell über die Zeit. Ich kann da jetzt nicht in Details drüber reden, aber ich habe einen schönen Vortrag von vor 2 Jahren gefunden, die diese Entwicklung beschreibt. Wenn etwas. Ja, die meisten, die hier sind, werden mit Moore's Law bekannt sein. Und wenn etwas sich so schnell bewegt, dann müssen wir wissen, dass es sehr schnell viele Applikationen entwickeln, an die wir vorher nicht gedacht haben. Also ich werde mich darauf konzentrieren, auf die wirklich leuchtstarken Röntgenstrahlen, die hier links oben sind in unserem Graphen, die es erst ungefähr seit 10 Jahren gibt, rechts oben. Ich kann nicht in zu viele Details gehen, wie man sehr kurze Strahlen generiert. Darum werde ich euch wirklich ein sehr grobes Bild davon geben, wie das funktioniert. Zuerst brauchen wir einige Elektronen, die beschleunigt werden zu relativistischen Geschwindigkeiten. Das klingt sehr leicht, ist allerdings Teil von einem 2 Kilometer langen Beschleuniger, den wir bauen müssen und auch warten. Jetzt haben wir einige Elektronen hier in Rot. Sie sind sehr schnell. Und jetzt können wir es in einen Undulator bringen. Das ist eine Reihe von wechselseitigen Magneten in Blau und Grün. Wenn wir ein geladenes Elektron in ein Magnet packen, wird das Lorentz-Gesetz es beschleunigen. Dann wird das Elektron in einem Art wackeligen Bewegungsmuster dadurch gehen. Das Elektron ist ein geladenes Teilchen, und das sich bewegt, und wann immer es sich dreht, wird es geladen werden in unserem Spektrum, was genau das ist, was wir wollen. Wir können dieses Video sehen, um bessere Fotos sehen. Das ist der Undulator von der Seite. Jetzt sind wir drin. Wir haben diese Serie von wechselseitigen Magneten. Jetzt das Elektronenbündel, und du siehst diese wackelnde Bewegung, wenn es durch die verschiedenen Magnete durchgeht, und du siehst den Röntgenstrahl, der sich daraus entwickelt. Und er wird immer stärker, das heißt, wir brauchen immer mehr von diesen Magneten, um einen sehr starken Röntgenstrahl am Ende zu bekommen. Am Ende des Annulators schmeißen wir quasi das Elektron weg, weil wir es einfach nicht mehr brauchen, also das Bündel,
und machen weiter mit unserem sehr starken Röntgenstrahl. Der ganze Prozess ist ein bisschen sarkastisch in Bezug auf die Natur, da es sich hochschaukelt im Undulator. Das heißt, je länger der Undulator ist, desto heller werden unsere Röntgenblitze. Dieses ganze Konstrukt ist sehr schwer zu bauen, deshalb gibt es aktuell auf der gesamten Welt sehr wenige von diesen freien Elektronenlasern. Einen gibt es in Kalifornien, der heißt LCLS1, der wird gerade aufgebaut nach zwei. Es gibt einen in Italien, einen in der Schweiz, einen in Hamburg. Flash in Hamburg war zwar der erste, kann aber nicht in den harten Röntgenbereich arbeiten. Der erst vor kurzem gebaute europäische XFEL. Und dann gibt es noch einige in Asien, in Korea, Südkorea, Japan. Und einer wird gerade in Shanghai gebaut. Jetzt möchte ich euch ein paar mehr Details über den europäischen röntgenfreien Elektronenlaser zeigen, weil es sehr nah hier dran ist und am nächsten von da, wo ich wohne. Der europäische XFEL ist 3,4 Kilometer lang. Es ist eine Maschine, die bezahlt wurde von 12 bis 13 Ländern. Deutschland und Russland haben am meisten gezahlt. Andere Länder haben auch noch was dazu gegeben und zahlen halt auch bei der Wartung mit. Sie startet beim DESI Campus, der auf der rechten Seite zu sehen ist. Dann gibt es einen Elektronenbeschleuniger lang, der 1,7 Kilometer schon lang ist. Da erreichen sie die Elektronen die relativistische Geschwindigkeit. Dann kommt der Undulator, wo die Röntgenblitze erstellt werden. Dann gehen sie über die Grenze nach Schleswig-Holstein, die man hier sehen kann. Und dort erreichen sie dann die Experimenthalle. Dort gibt es sechs Endstationen, wo man verschiedene Instrumente hat. Und je nachdem, welche Teile wir untersuchen möchten, brauchen wir verschiedene Werkzeuge und verschiedene. Ja, das heißt, wir machen nicht nur Videos, sondern wir wollen auch Materialkunde angucken, biomolekulare Bildgebung, Chemie und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt einen weiten Bereich an Anwendungen hierfür. Aktuell ist der schnellste dieser Pulse, kann 27.000 Blitze pro Sekunde machen. Das ist super, weil jeder Blitz ergibt ein Bild. Das heißt, wenn man viele dieser Bilder bekommen möchte, also viele Daten, dann ist es gut, so viele Blitze wie möglich zu machen, also so viele Bilder wie möglich. Wie man sich vorstellen kann, ist es relativ teuer, da es wirklich sehr wenige auf der Welt gibt, um diese Messungen zu machen. Die totale Kosten waren, also es dauerte 8 Jahre und es kostete 1,25 Milliarden Euro. Wenn wir das mit der Elbphilharmonie in Hamburg vergleichen, die hat 9 Jahre gedauert und 870 Millionen Euro, also circa vergleichbar. Wenn man jetzt die Wartung betrachtet, eine Sekunde kostet mehrere Millionen Euro. Mehrere 10.000 Euro, Entschuldigung. Ja, das heißt, wir wollen nicht unnötige Bilder machen, um Steuerkosten zu verschwenden. So, was ich bisher vorgestellt habe, sind das Labor-Setup und dieser Tunnel von gerade eben. Im Labor können wir sehr kurze Zeitspannen haben. Wir können kleiner als 100 Sekunden machen. In unserem Tunnel sind wir beschränkt auf 10 Femtosekunden. Dafür können wir in unserem Tunnel XFEL deutlich lautstärkere Pulse generieren, weil es im Labor relativ ineffizient ist. Bei der Wellenlänge geben uns die Möglichkeit, sehr kleine Wellenlängen zu generieren, in der Größe von Atomgrößen. Im Labor sind wir deutlich beschränkter auf die weiche Röntgenstrahlung. Ein anderer wichtiger Punkt bei den Experimenten ist, ob wir sie kontrollieren können. Ist jeder Puls, der aus meiner Maschine rauskommt, der gleiche wie im vorherigen Schritt?
Bei XFEL sind wir auf stochastische Prozesse beschränkt, deshalb ist es da leider nicht der Fall, dass wir extrem hohe Kontrolle haben. Das ist im Labor deutlich besser gegeben. In Bezug auf die Kosten und die Verfügbarkeit ist es im Labor deutlich besser. Wir können sehr viel mehr Experimente machen, weil das XFEL deutlich teurer zu bauen und zu warten ist und es deutlich weniger auf der Welt gibt. Ihr könnt hier den Tunnel sehen. Er ist ca. 2 Kilometer lang und ist komplett vollgepackt mit sehr teurem Material oder Maschinen. Jetzt möchte ich euch ein kurzes Beispiel geben, was wir daraus lernen können aus ultraschneller Wissenschaft. Das ist eine theoretische Überlegung aus unserer Gruppe mit noch keinen experimentellen Daten. Wir gucken uns eine organische Solarzelle an. Sie transformieren Sonnenlicht in Energie um. Das Tolle daran ist, an diesen ist, dass sie faltbar sind und sehr leicht sind und billig zu produzieren. Wie es produziert wird, ist, wie es funktioniert ist, wir haben Licht, was reingeht und unten haben wir eine Elektrone, was die Ladung sammelt am unteren Ende. Viele dieser Ladungen werden gesammelt in der Elektrode, die durch das Licht nach unten geschickt wird. Das Interessante daran, oder was wir jetzt herausfinden wollen, ist, wir brauchen einen effizienten Weg, um diese Ladung zu produzieren, zu transportieren. Wie machen wir das? Wir packen Polymere rein. Das ist eigentlich nur ein Zusammenschluss aus verschiedenen kleineren Molekülen. Und dieses Polymer soll, und dieses Polymer BT1T ist nicht so wichtig, der Name ist sehr effizient, um die Ladung zu transportieren. Weil wenn wir hier oben ein Molekül, eine Ladung reinbekommen, dann bewegt es sich sehr schnell zum anderen Ende des Moleküls, des Polymers. Und jetzt packen wir all diese Polymere rein in unser Material und dann haben wir einen sehr ineffizienten Ladungsfluss in unserer organischen Solarzelle. So, was wir gemacht haben, ist, wir haben berechnet die ultraschnelle Ladungsmigration in BT1T, das seht ihr auf der linken Seite. Das pinke ist die Ladungsdichte, produziert durch ein. Und jetzt seht ihr im Video, wie sich die Ladung durch die Gegend bewegt. Ihr seht, dass das Molekül ein bisschen sich vibriert und die Ladung bewegt sich auf die rechte Seite innerhalb von 200 Femtosekunden. Das können wir nicht direkt beobachten, weil es zumindest für uns aktuell noch nicht experimentell beobachtbar. Das heißt, wir brauchen eine indirekte Beobachtungsmethode dafür. Wäre zum Beispiel das Röntgenabsorptionsspektrum möglich. Hier auf der linken Seite seht ihr den Peak, die an verschiedenen Stellen sind, je nachdem da, wo gerade die Ladung in unserem Molekül ist. Aktuell gerade ist es am oberen Ende. Wenn es ans untere Ende sich bewegt, sehen wir den Peak auf weiter links. Allerdings, da sehen wir es gerade nicht, weil es da gerade nicht ist. Hier bei unserem Video auf der linken Seite sehen wir, dass es sehr schnell passiert und die Ladung von rechts nach links rüber wandert. Innerhalb von 200 Femtosekunden geht die Ladung vom einen Ende des Moleküls zum anderen Ende. Sehr schön wäre, das in einem XFEL-Experiment tatsächlich sehen zu können. Allerdings ist der Prozess sehr lange, weil man muss sich dafür bewerben, du musst die Daten evaluieren. Das heißt, vielleicht in ein paar Jahren haben wir die Daten. Aktuell sind wir bei diesem Video festgesetzt und kommen da nicht weiter. So, jetzt zum Ende meines Talks möchte ich gerne über dieses molekulare Video hinausgehen. Denn mit Lichtpulsen ist das nicht alles, was wir tun können. Wenn ihr über chemische Reaktionen nachdenkt, denkt vielleicht Chemie, der ist etwas so ähnlich wie in diesem Bild hier, wo Dinge dampfen und stinken.
Also die Trennung eines Moleküls, die sich hier von links nach rechts abspielt. Die Moleküle müssen sich hier irgendwie neu arrangieren. Also es hat sich sehr viel bewegt von links nach rechts. Und wir haben bereits gesehen, wie wir diese chemischen Reaktionen oder diese Molekülbewegungen auslösen können. Das war ein Teil unseres Videos von vorhin. Es wäre aber wunderschön, wenn wir die Reaktionen auch mit Licht steuern könnten. Und das ist bisher noch nicht möglich, aber vielleicht in naher Zukunft. Und wir versuchen so eine Art von Optimierungsrückkopplungsschleife auszulösen. Das ist alles recht kompliziert und wir müssen auch die Theorie, wie Licht und Materie interagiert, müssen wir berücksichtigen. Und die Idee ist, wieder eine Abfolge von ultrakurzen Pulsen zu erzeugen und eine Rückkopplung auszulösen, eine positive, und damit dann die Reaktion zu kontrollieren. Und dabei muss berücksichtigt werden, wie die Quantumnatur dieser Bewegung aussieht und ähnliche Dinge. Das ist bisher nicht möglich, weil der ganze Prozess, wie diese ultrakurzen Pulse generiert werden können, nicht so gut kontrollierbar ist, um das in dieser Art Schleife dann wirklich umzusetzen. Das heißt, diese Optimierungsroutine ist tatsächlich sehr viel schwieriger, als es hier in diesem Bild zunächst scheint. Das wäre also so etwas, was wir unsere ultrakurze Weihnachtswunschliste vielleicht für nächstes Weihnachten, also wir nehmen hier das Molekülvideo, aber wir wollen es nicht nur aufnehmen, sondern wir wollen auch Regie führen sozusagen. Das ist, also die Menschen wollen immer alles besser machen. Naja, ob das nun gut ist oder nicht, hängt davon ab, aber naja. Das ist also ein Feld, das sich auch ultraschnell entwickelt. Wir haben hier neue Aufsätze, vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche. Wir haben hier Ergebnisse, eine einfache und schmutzige Metrik der Aktivität ist hier die Suche in Google Scholar in wissenschaftlichen Aufsätzen nach dem Wort ultra fast, ultraschnell. Die grüne Linie ist eine andere Suche. Alle Publikationen und die blaue sind die über ultrafast. Ja, also wir haben den Anteil, dass der stark steigt. Also wenn wir hier, wie immer, wenn wir größere und schnellere und bessere Maschinen haben, dann brauchen wir sehr viel Geld. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir hier neue Lichtquellen entwickeln könnten, um interessantere, komplexere Experimente durchzuführen. Eine andere Herausforderung in meiner Forschungsgruppe ist, dass wir theoretische Berechnungen anstellen. Und ich habe jetzt hier nicht viele Details wiedergegeben, wie wir das ausrechnen. Das ist im Wesentlichen Quantenmechanik und die skaliert sehr, sehr schlecht. Wenn wir also von einem sehr kleinen Molekül zu einem, wie wir es hier sehen, zu etwas wie einem Protein übergehen wollen, dann ist das eigentlich nicht durchführbar. Das kann nicht berechnet werden. Wir müssen also alle möglichen neuen Methoden entwickeln, um größere Systeme besser zu beschreiben. Wir würden generell gerne nicht nur kleine Moleküle studieren und nicht nur Bilder von denen aufnehmen, sondern große Systeme. Dies hier ist ein Komplex, der sehr wesentlich für die Photosynthese ist. Solid State, also Halbleiter. Einfach, weil dies interessanter ist für biochemische Anwendungen. Und letztendlich, wie schon gezeigt, es wäre sehr cool, chemische Reaktionen direkt mit Licht zu kontrollieren und herauszufinden, wie wir dieses Chaos hier in dem Bild durch eine sehr saubere Reaktion ersetzen könnten. Um kurz zusammenzufassen, Femtosekundendynamiken sind wirklich grundlegend für Physik, Chemie und Biologie, also der Ursprung des Lichts in diesem Zeitbereich. Wir können Bilder mit ultrakurzen Pulsen aufnehmen und wir können diese Pulse erzeugen im Labor mit verschiedenen Charakteristiken, und wir möchten diese Phänomene nicht nur verstehen, sondern sie auch selbst steuern. Und danke für eure Aufmerksamkeit damit und danke, dass ihr die Institutionen unterstützt, die diese Forschung möglich machen.
Jetzt gibt es wahrscheinlich noch Fragen und Antworten. Danke schon mal fürs Zuhören bei der Übersetzung. Wir haben gern euer Feedback. Hashtag C3T, Twitter-Account C3Lingo. Das war ein interessanter Talk. Hat mir sehr gefallen. Ich denke, dass es einige Fragen geben wird. Wenn ihr Caroline Fragen stellen wollt, bitte stellt euch auf bei den Mikrofonen. Wir haben drei hier in den Reihen zwischen den Stühlen. Wenn ihr gehen wollt, bitte geht, benutzt die Tür vorne. Und bis wir Fragen aus dem Publikum bekommen, die Frage haben wir Fragen aus dem Internet. Ja. Big Fat Random User möchte das Design des Röntgendetektors gerne mehr erfahren. Was weißt du darüber? Das ist auch sehr komplex. Ich bin da kein großer Experte in diesem Detektortechnik. Ich würde euch empfehlen, diesen Talk von vor 2 Jahren anzugucken, die deutlich mehr über die Röntgenstrahlendetektoren erzählt haben. Was ich weiß darüber ist, dass es sehr kompliziert ist, die ganzen Daten zu verarbeiten, weil wenn man 72.000 Impulse hat, dann kriegt man 1 Terabyte von Daten innerhalb von Sekunden und man muss irgendwie möglich sein, diese Daten zu speichern und zu analysieren. Also es gibt sehr viel Technologie, die darin in diesem Design involviert ist. Vielen Dank. So, die erste Frage aus der Mitte. Meine Frage ist bezüglich der Synchronisation der Detektoreinheiten. Wie erreichst du die Synchronisation davon? Es ist auch sehr kompliziert, es einfach am Labor zu machen. Du redest über die Synchronisation von dem ersten und dem zweiten Puls, richtig? Also im Labor kann man den zweiten Impuls vom Teil eines ersten Pulses generieren, dann hat man sehr natürliche Aufreihung dieser beiden Impulse. Bei dem XFEL hat man spezielle Timing-Tools, mit denen man feststellen kann, wie groß der Zeitabstand ist zwischen den beiden Pulsen, aber es ist richtig, dass das schwierig zu machen ist und das reduziert die Zeitauflösung noch weiter. So now next question from microphone number 3. Nächste Frage. Ich erinnere mich, am Anfang hast du erklärt, die Messtechnik zerstört immer die Moleküle. Das ist irgendwie ein bisschen gegensätzlich zu deiner Idee, das Ganze zu kontrollieren. Im Prinzip ja, aber im Falle der Kontrolle wollen wir benutzen, dass man einen zweiten Puls benutzt, der das Molekül nicht zerstört. Oder zumindest in einer kontrollierten Weise zerstört. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Molekül einfach in die Luft jagen oder es in einer geregelten Art und Weise aufzulösen. Und das ist, was wir kontrolliert machen wollen. Wir wollen kontrolliert die Auflösung des Moleküls zu kontrollieren, dass man das Wichtige kriegt und alles andere das einfach weggeht. Vielen Dank für den Talk. Ich bin darin interessiert. Wie groß können die Moleküle sein, die man im Labor anguckt? Wie groß ist nicht wirklich das Problem? Leute haben Bilder von Viren gemacht oder noch größeren Biomolekülen. Wenn das Problem ist, wie klein können wir werden, Bilder von sehr kleinen Molekülen zu machen, das ist schwierig. Im Moment können wir kein individuelles Molekül fotografieren, aber sie machen Moleküle dieser Leute machen Moleküle von Kristalle von diesen Molekülen machen stecken rein, sie nebeneinander auf und dann machen sie untersuchen sie, aber von einzelnen Molekülen können wir es im Moment noch nicht machen. Vielen Dank. Do we have another question from the internet? So, eine neue Frage aus dem Internet. Wie separiert man einzelne Elektronen oder Moleküle zwischen, um sie zu analysieren?
Wenn man das Molekül in einem Feststoff hat und es aufwärmt, dann evaporiert man das Molekül von der Oberfläche, dann kann man das in die Gasphase bekommen. Das nimmt aber an, dass man ein Molekül hat, das stabil in der Gasphase ist. Das ist aber nicht wahr für alle Moleküle. Das Komplizierte ist, alle drei Sachen zu gleichzeitig zu haben, die Pulse, die Moleküle und das Molekül da in derselben Zeit zu haben. Leute schreiben ganze Doktorarbeiten darüber, wie man Gase so kreiert, dass man diesen Strom von Molekülen hat. Also im Prinzip habt ihr wirklich einen Strom, der da rauskommt, sehr dünn, nehme ich an. Und dann setzt du es aus. Ja, und natürlich versucht man, so viele Moleküle zu treffen wie möglich. Das ist insbesondere wichtig, wenn man Bilder von kristallinen Molekülen machen will, weil diese sehr viel Arbeit machen und man will da nicht 99% verlieren, die einfach wegfliegen, ohne jemals Bilder davon gemacht zu haben. So, nächste Frage. Wie konstruiert ihr dieses Video? Ihr habt für jeden Durchlauf ein anderes Molekül, das anders orientiert ist. Wie korreliert ihr diese, damit daraus ein Video wird? Ich meine, jedes Molekül ist ein bisschen anders zu dem vorherigen. Ja, sehr gute Frage. Das Erste, was Leute machen können, ist, sie können die Moleküle alle gleich ausrichten. Insbesondere Moleküle, die mehr oder weniger linear sind, die kann man dazu bringen, in einer gewissen Art und Weise orientiert zu sein. Und dann gibt es noch ein Geheimnis im Triggerpuls, der die Bewegung auslässt. Dieser Triggerpuls ist, wenn dieser Triggerpuls sehr starker sehr hohe Energie hat, dann zerstört er andere Bewegungen, die vorher da sind. Und deswegen sollte es reproduzierbar sein für alle Moleküle, die in dem die man fotografiert, und der Rest ist Statistik. Eine andere Frage. Sind da irgendwelche Geister oder Vorpulse, die man loswerden muss? Für die Messung? Bin ich mir nicht wirklich sicher, weil ich die Experimente nicht wirklich mache, aber wahrscheinlich. And another one from the middle, from microphone 2, please. Ich nehme an, wenn ihr euch für diese Experiment-Time-Zeit bewerbt, müsst ihr sehr genaue Zeitpläne abgeben. Und ihr bekommt ein Zeitfenster, nehme ich an. Was passiert, wenn ihr innerhalb dieses Zeitfensters nicht fertig werdet mit euren Experimenten? Kann man die leicht erweitern oder ist es dann einfach so, okay, deine Zeit ist jetzt um, es tut mir leid, ihr könnt in einem Jahr nochmal machen? Ich denke, es ist normal, dass man nie fertig wird, wenn man gesagt hat, dass man fertig ist. Das ist das Normale. Es ist leider auch nicht 3 Wochen, sondern auch 6 Stunden in 3 verschiedenen Schichten. Man schreibt eine sehr detaillierte Anfrage, was man machen will. Es reicht es bei einem Panel ein mit Wissenschaftlern und Technikern und die entscheiden, ob es interessant ist von einem wissenschaftlichen Sichtpunkt und möglich von einem technischen Blickpunkt. Und wenn man da ist, setzt man das Experiment auf, macht so viel, wie man kann, aber wenn man zurückkommen will, muss man nochmal neue Anfrage stellen. Ich denke, die meisten experimentellen Gruppen versuchen, mehrere Anfragen gleichzeitig laufen zu haben, damit der Zeitunterschied zwischen der Datengewinnung nicht zu groß ist, aber es gibt keine Möglichkeit, das zu erweitern. Das ist schon für die nächsten Jahre ausgebucht. So, ich sehe keine weiteren Fragenden. Falls ihr noch eine Frage habt, stellt euch bitte an das Mikro. Daher die Frage, ob es noch eine Frage aus dem Inter gibt. Der Undulator erscheint relativ lang zu sein. Wie viele dieser Elektromagneten und wie lang sind diese zur aktuellen Zeit?
Ja, sorry, ich hatte das nicht erwähnt. Es ist etwa 170 Meter lang bei dem XFEL. Ich bin mir nicht sicher, wie groß die einzelnen Magneten sind, aber wahrscheinlich hunderte Magneten, die da drin sind. So is there more excuse me, there's a question in the microphone to number 3. Please go closer to the microphone. The harmonic light generator that you were showing at the very beginning just before the one that won the Nobel Prize. Der den Nobelpreis bekommen hat. Welche Reichweite hat er? Der HHG, den kann man nicht im sichtbaren Bereich machen. Man kann da keine so kurzen Impulse machen, die interessant sind für das, was ich mache. Der Puls, der reinkommt, ist schon sehr kurz. Der ist schon nur Femtosekunden lang. Man konvertiert das nur in Pulse, die Teile von einer Femtosekunde sind. Und im sichtbaren Bereich ist das Limit, wie kurz der Puls sein kann. Also es ist kein guter Kandidat für HHG, für diese Technik, nehme ich an. Ich meine, du bist limitiert, welche kurze Impulse man bei welcher Wellenlänge kreieren kann. Question to the single angel. Are there more questions from the internet? I have another one about the lifetime of the molecule. Eine Frage über die Lebenszeit der Moleküle in diesem Strom. Wie schnell werden die zerstört? Wahrscheinlich ist die Frage, wie groß die Moleküle zerstört werden, bevor die Pulse das Molekül treffen. Die Moleküle sollten stabil genug sein, die Gasphase zu überleben, von dem Zeitpunkt, wo sie evaporiert sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Pulse reinkommen. Also sonst macht es keinen Sinn, die Moleküle in der Gasphase zu untersuchen. Und wenn der Probe-Puls das Molekül trifft, dann wahrscheinlich Pikosekunden, bis es explodiert. Also im Prinzip direkt, instantan. So I don't see any more questions on the microphones and we have a few minutes left, so if there are more questions from the internet, we can take maybe one or two more. So, noch ein, zwei Fragen aus dem Internet. Eine Sekunde bitte kurz. For people leaving already, please look if you have taken trash and bottles with you. Okay, es gibt noch eine sehr technische Frage. Wie kompensiert ihr die elektronischen Signale? Wie kompensiert man, dass die elektronische Verarbeitung wahrscheinlich kürzer ist als die Röntgenstrahlen, die man verwendet? Die Antwort ist, ich glaube, ich verstehe die Frage, aber ich glaube nicht, dass ich die Antwort habe, dass die das Problem, wenn man zu einem technischen Publikum spricht, dann kriegt man diese ganzen technischen Fragen. Die Datenanalyse ist nicht instantan. Die Daten werden transportiert, zu irgendwas Sicherem transportiert. So, zumindest stelle ich mir das so vor. Und dann von da genommen für die Datenanalyse. Also die Datenanalyse muss nicht genauso schnell sein wie die Datenerhebung, was wahrscheinlich damit zu tun hat, was in der Frage erwähnt wurde. Vielleicht ist auch es über die Signalverarbeitung, also über die elektrische Signalverarbeitung, weil das würde Bandweiten von mehreren Gigahertz benötigen, um diese schnellen Ergebnisse zu verarbeiten. Ja, ich denke, es ist auch ein Problem, diese sehr schnellen Detektoren zu kreieren, aber anscheinend wurde das gelöst, weil sie können diese Bilder machen. Und auf der anderen Seite haben wir 10 Gigabit Internet, also bekommen wir immer schnellere Elektronik. Weitere Fragen aus dem Internet? Sieht nicht so aus. Außerdem läuft die Zeit aus, das heißt, wir danken jetzt nochmal Caroline ganz groß für ihren Dank. Thank you.